ein Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Scheiße? Entschuldigung. Machiavelli kann warten. Die Wachen verfolgen. Da oben ist so eine Flagge. Ah, guck mal. Ich hab mich mal gerade geheilt. Ich hab nicht mehr genug für einen Umtrunk. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich überlege, auf einem Handelsschiff anzuheuern. Seit fast 2 Jahren. Ja, Meldung da unten, geh weg. Die Meldungen sind schon manchmal böse. So, jetzt aber ja. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. So. So ist das doch korrekt hier. Ja? Also verstecken können wir uns wohl noch. Das Untertauchen, ja, ja, das können wir noch sehr gut. Diese Woche oder noch länger seine Runde nicht machen. Sein Küchenjunge kam voran. Zu welchem Bauer wollen die denn hin zur Hölle? Gleich als erstes so eine Verfolgung. Die ist immer etwas unspannend, finde ich. Oh ja. Jetzt ist es nämlich ganz praktisch geworden. Ezio läuft einfach mit. Dann in diesem Falle. Was soll denn der Unsinn? Tolle Gaugen. Außer halt, die Leute verlassen ihren Bereich. Gibt Padre Donato morgen Essen aus? Ich bin ein stolzer Mann, doch selbst ich muss essen. Ja, Entfernung zum Ziel beibehalten, mache ich. Wir achten da schon drauf. Aber wie ruhig die auch einfach alle hierher gehen, ich glaub's nicht. Ich kann nicht vorbei. Maria hat uns gebeten, den Gebrechlichen in die Kirche zu helfen. Aber das Gute ist, die werden sich wohl kaum umdrehen, weil sie ja. Naja, die sind wahrscheinlich so überheblich, dass sie denken, dass wohl schon keiner sie angreifen wird. Blöd von denen, aber. Hey, es sind Borgia-Soldaten. Die Borgia kann ich jetzt eh schon nicht leiden und Soldaten sind hier in dieser Zeit sowieso die größten Deppen. Entschuldigung, ist aber so. Muss man so sagen. Knapp, 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 knapp. Sehr knapp war das jetzt. So, haben wir es bald. So, fangen wir doch mal an mit unserer kleinen Serie hier. Auf geht's mit den Attentatsserien. Ah, ja, ja, fast. Jetzt aber. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Ich meine, wir haben es geübt. Wir können das ja wohl. Und unterbrochen werden wir ja wohl nicht so oft hier. So, viel dazu. So wird gekämpft, Bauer. So wird gekämpft. Oh Mann. Seine Frau wurde gehängt. Grauenvoll. Sie war eine Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein. Sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Il Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Na, da werden wir doch wohl was gegen machen, oder? Definitiv. Gut gerichtet. Il
Carnifici, verdammt italienischen Namen, wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Volle Synchronisation, das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Okay, machen wir. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um il Carnifici. Carnifici. Dieses Schwein wird hängen. Ha. Hängen oder gehängt werden. So, es geht doch schon wieder mit der puren Action los hier. So. Gute Arbeit da unten. Nicht meine besten, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Tada! Das Arsch. So eliminiert man Ziele. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Wage es nie, mich anzugreifen, ja. Ja, du mich auch. So. Du musst gar nichts von uns erwarten, ja. Feige Sau. So, haben wir gleich erst mal wieder aufgeräumt. Und ich schau mal gerade nach. Wir haben auch Wurfmesser. Die werde ich wohl auch öfters mal benutzen. Geld werfen können wir natürlich auch. Schöne Sache. Okay. Dann schauen wir doch jetzt mal, wo wir hier im schönen Roma überhaupt hin müssen. Hierhin. Erinnerungsanfang. Tja, Borgia Einfluss. Jetzt können wir uns das sogar noch so angucken. Ist ganz cool, finde ich. Guck mal, Rom. So. Ist etwas größer, das Ganze hier, wie man sieht. Also wir haben schon ein recht großes Gebiet, das wir dann erkunden dürfen. Und hier sind die Borgia-Türme. Und ja, mit dem werden wir noch ein bisschen Spaß haben, Leute. Das sage ich euch. Das wird noch eine lustige Angelegenheit werden. Aber ihr werdet schon sehen, warum. So, da unten sehe ich einen Schatz. Das Geld können wir momentan perfekt gebrauchen, wenn ich mir das mal so angucke bei uns. Wir haben nicht mal ansatzweise ein bisschen Geld. Das ist schon traurig, wenn ich überlege, wie viel Geld wir hatten. Ja. Und Weihrauch finden wir. Ja, und Weihrauch. So. Schön, gleich wird weitergesprungen. Okay, die Musik noch so ein bisschen. Ach, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ein bisschen. So nach. Oh Gott, jetzt passiert ganz Böses. Ja. Ihr mich auch. So, wunderschön. Ach, dreist. Alles gut hier. Hopp. Das schafft Ezio nicht. Das. Der alte Mann. Naja, aber hier ist er ja noch jung. Im Gegenteil zum nächsten Teil. Verstanden? So. Wo sind sie denn? Und da ist ja Machiavelli. Er hat auf uns gewartet. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt.
Das stimmt wohl. Der Neue in der Stadt. Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedenen Gefahren auf dem Weg begegnen. Volle Synchronisation. Den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Okay, wir haben eine Aufgabe. Das wird lustig. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Das sagt ihr so leicht. Tue ich das je? Machiavelli zu einem Waffenschmied folgen. Was? Mein Messer? Nein. Na Jungs, wie geht's euch, hä? Bin ich was Böses? Nee, bin ich nicht, oder? Nee. Ich bin ein ganz normaler Mann in einer ganz normalen Kutte. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ja, das weiß ich auch. Deswegen werde ich mir auch bald schon eine alte Rüstung anziehen. Haha, ihr seht. Ja, das gibt's auch noch. Das habe ich nämlich schon drinne. Ich habe meine Klinge. Nur ein Narr kann in einem Schiff. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Das Stilett und die römischen Schulterteile beim Schmied kaufen. Okay. Römische Schulterteile. Okay. Kleine Waffen. Investitionen. Ja, sowas gibt's auch noch. Wir werden uns damit noch später befassen. Kleine Waffen. Stilett. Schön. Jetzt haben wir auch ein kleines Messer, ja. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Ben, nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht, aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Dem Arsch. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohne Gleichen. Gesetz und Moral bedeuten... Und wer ist es? Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Na super. Da haben wir es ja mit dem Netzmenschen zu tun. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heeres. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier und bei seinem Tempo. Oha. Dann liegt es an uns, das zu ändern. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Nicht nur damals. Hier sind mir ein paar viele Wachen, muss ich sagen. Ich weiß echt nicht, was wir tun sollen. Das könnte man wohl so sagen. Naja, folgen, ne? Mehr nicht. Nur folgen. Gesperrte Gebiete. Schau mal einer an, ja? Gesperrte Gebiete. Bin ich ja mal gespannt, was das heißt, diese gesperrten Gebiete. Denn noch wissen wir nicht, was hier los ist, ne? Also, manche vielleicht nicht. Aha. Jetzt geht's los hier.